Hallo Leute und willkommen zum Babu Nummer 28 für die Woche vom 23. bis zum 29. Februar. Nein, Quatsch, Februar ist schon lange vorbei. Mai 2011. Viel Spaß. Ja, da werden wir wieder in einer neuen Woche. Montag frisch und fröhlich und draußen mähen sie Rasen. Die Sonne scheint und wir haben wieder Babu-Zeit. Was gibt das Schöneres? Ja, nicht viel Zeit verlieren. Fangen wir direkt an mit den Releases und da haben wir diese Woche unfassbar nur einen einzigen. Und das ist Dirt 3 von Codemasters für morgen, den 24.05.2011. Ja, das ist schon alles. Da wir nur einen Release haben, denke ich, kann ich vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Und zwar handelt es sich bei Dirt 3, wie der Name schon sagt, um den dritten Teil der Dirt-Reihe, was so ein bisschen, ja, irgendwas zwischen Simulation und Arcade Racer in dem Rallye-Sektor ist, wenn man so will. Das heißt Offroad-Rasereien. Der dritte Teil bietet jetzt erstmals den Gymkhana-Modus. Das ist für alle, die es nicht kennen, so eine Art ja, Präzisionsdriften, Präzisionsfahren um Hindernisse rum. Wer das noch nicht kennt, sucht mal hier bei YouTube oben nach Kenblock. Da werdet ihr auf jeden Fall ein paar Videos finden. Sehr geniale Sache, ich freue mich tierisch drauf. Es wird ein Unboxing geben zu Dirt 3. Freut euch da drauf. Und dann, ja, kauft es euch. Es wird wieder deutlich mehr Rallye-Anteile geben in Dirt 3 als im Teil davor. Und natürlich aber auch diese Truck- oder Jeep-Fahrten, die natürlich auch. Ja, es ist einfach alles dabei, Rennspiel. Kauft es euch. Ich freue mich tierisch drauf. Wie gesagt, es wird ein paar Videos geben. Bleibt dran an meinem Kanal. Würde ich mich freuen. Gut, das war's denn schon wieder mit den Releases. War ja nur eine. Und da diese Woche nicht so viel Spannendes passiert ist oder auch nicht so viel Spannendes angekündigt wurde, sind es relativ kurze News diesmal. Ich kann euch gerne noch meinen Zettel zeigen. Wenn ich mich innerhalb des Babus verlese, liegt es daran, dass ich meine eigene Schrift nicht lesen kann. Kam letztes Mal häufiger vor, wird jetzt wahrscheinlich auch so sein. Gut, legen wir direkt los und zwar mit L.A. Noir. Da gibt es jetzt schon den ersten Patch. Ja, das Spiel ist seit Freitag erst draußen. Heute haben wir Montag, das heißt innerhalb von 3 Tagen haben die es geschafft, direkt einen Patch rauszubringen und für noch mehr Theater zu sorgen. Denn es ist vermutet worden, dass die PlayStation, dass wenn man da die Firmware 3.61 installiert hat, dass die Xbox, Quatsch, die Xbox, nein, die Xbox funktioniert wunderbar, die PlayStation dann abraucht, das heißt überhitzt, wenn man L.A. Noir mit der Firmware 3.61 spielt. Das war ein Riesenthema im Rockstar-Forum und auch im Sony-Hilfe-Forum. Allerdings hat das jetzt alles eine merkwürdige Wende genommen, denn scheinbar hat sich das Thema erledigt, weil erstmal ist der Thread, also das Thema, aus dem Sony-Forum sowie aus dem Rockstar-Forum entfernt worden. Und Rockstar ist plötzlich ganz kleinlaut, was es angeht, Sony zu attackieren, dass deren Firmware nicht kompatibel ist mit deren Spiel. Ist eine bisschen verrückte Geschichte, auf jeden Fall scheint sich das Thema jetzt erledigt zu haben. Mit dem Patch, der jetzt rausgekommen ist, hoffen wir es, dass alle Xbox-Besitzer können es trotzdem spielen. Warum sage ich eigentlich immer Xbox? Ha, PlayStation. PlayStation. Unbedingt merken, PlayStation. Wollen wir hoffen, dass alle PlayStation-Spieler jetzt auch in den Genuss von L.A. Noir kommen können, ohne in der Angst leben zu müssen, dass die PlayStation vielleicht irgendwann mit 3 Pieptönen und einem gelben Licht sich verabschiedet. Kreuzen wir unsere Finger, denn das können wir ja schon seit letzter Woche gut. Analysten gehen davon aus, überhaupt, dass sich das Spiel 3 bis 4 Millionen Mal verkaufen wird. Ist eine gewaltige Summe, wollen wir gucken, ob das wirklich erreicht. Das Spiel soll sehr genial sein, gerade mit diesen neuen Gesichtsanimationen, wo man den Schauspieler abfilmt und deren Gesichtsmimik, oder deren Mimik, Gesichtsmimik ist ja das doppelt gemoppelt, dass deren Mimik exakt auf die Spielfigur übertragen werden kann. Hört sich sehr, sehr interessant an. Das Spiel habe ich ja hier schon stehen, werde ich nachher mal einlegen und mich berieseln lassen. Dann gibt es wieder was Neues zum Thema Halo Remake vom ersten Teil. Und zwar ist jetzt eine Internetseite aufgetaucht, beziehungsweise Internetseite gibt es schon länger, aber eine Meldung auf der Internetseite podaphobiaentertainment.com. Link ist unten in der Beschreibung. Dort findet ihr im Moment nichts anderes als ein Countdown, der heute am 23.05. noch 116 Tage anzeigt. Und ein paar Minuten und ein paar Sekunden, aber das läuft ja sekündlich ab. Deswegen macht es wenig Sinn, euch das jetzt hier zu sagen, wie genau der Stand ist, weil jetzt sind das schon wieder 5 Sekunden weniger. Auf jeden Fall ist das Interessante an dieser Geschichte, dass die Firma Podaphobia Entertainment eigentlich als inaktiv, beziehungsweise nicht eigentlich, sondern sie ist, als inaktiv gemeldet. Allerdings ist deren Gründer alles andere als inaktiv, denn das ist der Chef von Bungie. Und Bungie kennen wir wiederum als Entwickler von Halo. Das heißt, die Spekulationen laufen wieder, weil dieser 116-Tage-Countdown genau auf den 10-jährigen Geburtstag oder den 10. Geburtstag von Halo passen würde.
dass es sich tatsächlich um den Remake, den lang ersehnten HD-Remake von Halo 1 handelt. Ja, 116 Tage ist noch eine ganze Ecke hin. Die E3 bzw. E3 sowie die Gamescom sind nicht mehr lange hin. Wenn es sich tatsächlich um so ein Projekt handelt, denke ich, wird man da schon irgendwas zu erfahren. Das heißt, ich halte euch auf dem Laufenden. Sobald sich was Neues ergibt in Sachen Halo Remake, dann erfahrt ihr es natürlich in einem dieser Videos. Ich würde mich persönlich sehr darüber freuen, über ein Remake. Bin riesen Fan der Halo-Serie und würde natürlich auch, ja, 60 Euro nicht, aber 10, 20 Euro für ein Remake ausgeben. Da hätte ich gar kein Problem mit. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn sie das nicht schon entwickeln, fangt endlich damit an, Bungie. Ihr habt nur noch 116 Tage Zeit. Dann gibt es was Neues zu Sony. Und zwar haben die ein neues Programm vorgestellt. Und zwar das Sony PlayStation Series... Quatsch. Nochmal. Dann gibt es was Neues zu Sony. Und zwar haben die ein neues Programm vorgestellt oder angekündigt. Und zwar das Sony PlayStation Portable Remaster... Scheiße, das heißt gar nicht Sony am Anfang. Nochmal. Und zwar nennt sich dieses Programm PlayStation Portable Remaster Series oder Remaster Serie, wenn man es auf Deutsch sagen möchte. Klingt ein bisschen verwirrender Titel, aber um was es eigentlich nur geht, ist die Portierung von PSP-Spielen auf die PS3. Das ist jetzt wohl geplant, dass man gut laufende PSP-Titel auch auf die PS3 bringt, natürlich grafisch überarbeitet auf HD bringt und auch neue Funktionen wie zum Beispiel stereoskopisches 3D mit einfügt. Das finde ich ist eine sehr coole Geschichte, dass man da die Titel portieren will. Allerdings, was ich noch cooler finde, ist, dass ihr erstens plattformübergreifend spielen könnt. Das heißt, ihr könnt mit eurer PSP online spielen gegen Leute, die das gleiche Spiel für die PS3 spielen. Finde ich ist eine coole Geschichte, hört sich sehr interessant an. Und es wird natürlich auch möglich sein, eure Save Games von der PSP auf die PS3 zu übertragen und von da aus dann weiterzuspielen. Das heißt, wenn ihr jetzt zu Hause seid und beispielsweise irgendwo hin sollt, dann nehmt ihr einfach euer Save Game, packt es auf die PSP, spielt unterwegs weiter, holt das, wenn ihr zu Hause seid, wieder auf die PS3 zurück und könnt da dann weiterspielen. Finde ich eine sehr geile Geschichte. Offiziell ist es bis jetzt nur angekündigt für den Japan-exklusiven PSP-Titel Monster Hunter Portable 3rd. Allerdings denke ich mal, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch nach Nordamerika und nach Europa kommt. Deswegen wieder Fingerkreuzen, da haben wir das Thema wieder. Das ist schnellstmöglich passiert und auch da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es was Neues gibt. Dann gibt es was Neues von Square Enix. Und zwar sind das ja die Entwickler oder das Publisher hinter Dungeon Siege 3, einem der wohl unmöglichsten Spieletitel, die das geben kann auf der Welt. Dungeon Siege 3. Und zwar hat man jetzt angekündigt, dass es zu dem besagten Spiel, haha, so muss ich den Titel nicht nochmal sagen, eine Demo geben wird. Und zwar wird diese am 31. Mai für die Xbox 360 verfügbar sein und eine Woche später für den PC und die PS3. Das heißt, Xboxler haben da wieder einen kleinen Vorteil, eine Woche länger Zeit, das Spiel auszuprobieren. Alle PS3ler und PCler eine Woche später. Ich war damals großer Fan der Dungeon Siege-Reihe. Werd mir die Demo angucken, vielleicht ist es ja wieder was für mich. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Für alle, die daran Interesse haben, wie gesagt, ladet euch die Demo runter, macht euch ein Bild vom Spiel. Und dann ist am 17. Juni offizieller Release von Dungeon Siege 3 von Square Enix. Jawohl. Der Umfang der Demo ist allerdings noch nicht bekannt, das hätte ich eben fast vergessen zu sagen. Aber nur fast. Und dann habe ich eine letzte Meldung für alle Sparfüchse unter euch. Und zwar hat Steam jetzt angekündigt, ich denke mal alle PCler unter euch benutzen Steam sowieso oder haben zwangsweise da einen Steam-Account. Und zwar haben die angekündigt, dass es jetzt den sogenannten Steam Deal of the Day geben wird oder Steam Daily Deal oder Steam Tagesangebot. Jetzt habe ich ungefähr alle Arten durch. Und zwar handelt es sich dabei um nichts Geringeres als ein 24-stündiges Angebot zu verschiedenen PC-Spielen, welche ab 19 Uhr täglich genau für 24 Stunden reduziert sind und dann 19 Uhr nächsten Tag wieder neues Spiel. Das soll jetzt ab sofort starten und so lange existieren, wie Steam existiert. Sagt zumindest der Chef von Steam, dass man an diesem Konzept festhalten will. Keine Sorge an alle, die jetzt glauben, dass es vielleicht den Midweek Madness und den Weekend Deal, auch zwei verrückte Sachen, dass es diese nicht mehr geben wird, doch es bleibt dabei, diese wird es weiterhin geben und diesen Daily Deal quasi parallel dazu. Finde ich, ist eine sehr coole Geschichte, dass man da noch ein bisschen Geld sparen kann. Ich finde sowieso ein bisschen merkwürdig, dass teilweise Download-Spiele genauso teuer sind wie Spiele, die im Laden sind. Bei Xbox Live sind es teilweise sogar teurer. Wenn man sie bei Xbox Live runterlädt und da kauft, sind es teilweise teurer, als wenn man das Spiel im Laden kaufen würde. Ich meine, ja, da finde ich, ist das ein bisschen merkwürdig, da man noch denken sollte, dass wenn es nur online verfügbar ist, dass dadurch, dass keine Verpackung sein muss, dadurch, dass keine CD sein muss, dass es ein bisschen günstiger sein kann? Scheinbar nicht. Naja, wollen wir gucken, wo sie diese Entwicklung hin...
Das war's schon wieder mit diesem Bau. Ja, viel war es nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir nächstes Wochenende. Ja, da gibt es kein Bau, sondern am Montag erst wieder. Und da gibt es hoffentlich wieder mehr zu erzählen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Das Wetter ist ja wieder gut. Zockt nicht so viel. Ja, kann ich euch schlecht sagen. Denn ich werde jetzt selber wahrscheinlich L.A. Noire spielen. Macht, was immer ihr wollt. Ich kann es eh nicht kontrollieren. Bis nächsten Montag. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Lasst einen Kommentar da. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert, würde ich mich tierisch freuen. Und dann bis nächsten Montag spätestens. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Bums.